Boah, was für ein Ding. Soll das Silber sein, aber für Silber. Oh, tatsächlich! Ich raste aus. Hallo Leute, ich bin der Marius vom Kanal Lechsonde und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Raw und Uncut. Wir sind heute an einem besonderen Ort und zwar auf einem Pferdegestüt, auf einem Reiterhof. Und was an dem noch ganz cool ist, den gibt es noch nicht so lang. Das ist noch nicht der coole Part, den gibt es so ungefähr seit den 60er Jahren. Aber hinter euch ist eine alte Hinrichtungsstätte und die ist so, ja, so 200, 300 Meter weg. Und das heißt, hier könnte durchaus auch etwas kommen, was viel, viel älter ist als das Pferdegestüt. Grundsätzlich gehe ich aber mal davon aus. So, jetzt machen wir gleich mal. Oh nein, Kamera auf den Kopf. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass wir hier so, ja, so Zeug aus dem 20. Jahrhundert finden. Mal gucken, was da so geht. Aber ich mache mir natürlich auch Hoffnungen auf ältere Sachen. Deswegen fangen wir hier mal an mit den Elektrozäunen. Das sollte gehen. Der Deus, der macht jetzt hier nicht so viel Stress gerade im Moment. Ihr dürft natürlich nicht einfach so auf solche Flächen gehen. Man müsst immer mit den Leuten sprechen, die hier was zu melden haben. Haben wir hier das erste Hufeisen wahrscheinlich mit einem 99er Leitwert. Und schauen wir mal, was wir hier alles finden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es eher so Koppelkran sein wird. Oh, das ist dann noch tiefer. Alles klar, beim Goldschatz, halbe halbe, läuft. Ja, so, jetzt müssen wir doch noch ein bisschen tiefer hier. Ein bisschen hier drüben. Natürlich, ohne Frage. Nach Möglichkeit mit der Grassohlen nach oben. Ja, klar, logisch. Es wird wie so ein Deckel oben drauf gemacht dann wieder. Hier. Das ist jetzt der Kleine. Ja, genau. Das ist der Kleine, aber der zeigt mir normal an, so 5 bis 10 cm im Umfeld. Aber da bin ich noch nicht so weit. Okay. Ist aber ziemlich mittig, muss man noch tiefer gucken. Aber allzu tief gehe ich da auch nicht mehr rein, weil mir das dann zu tief ist. Aber eigentlich tiefer, eigentlich besser, ja, weil vielleicht klar. Älter. Schauen wir mal. Noch kein brauner Rost, das ist auch ein gutes Zeichen. Ich habe erst gedacht, das ist ein Hufeisen, weil das. Aber warum zeigt er jetzt hier gar nichts? Ja, könnte gut passieren. Ja, ja. An ist er, aber er zeigt hier nichts an. Dann doch mehr hier drüben. So, zack. Jetzt aber. Ah, jetzt ist es raus. Okay, na, ich mich ja ganz schön verstochen. Na gut. Okay, kein Hufeisen, ist schon zu klein. Jetzt sag mal. Ah, hier. Ah, direkt eine Münze. Ha, cool. Jetzt haben wir hier. Für ein Münzchen. Puh, kann ich jetzt gar nicht erkennen im ersten Moment. Naja, wie auch immer, wenn nicht zu viel Zeit verschwenden, zeige euch das in der Nahaufnahme. Und das hat sich ja schon mal gelohnt. Erstes Münzchen, erstes Signal, erste Münze. So, dann machen wir das hier wieder schön zu, sonst gibt es hier Mecker.
wie so ein kleines Puzzle immer. So. So, dann sieht das doch wieder gut aus. Nicht, dass sich die Pferdchen dann hier verletzen, wenn die da reinsteigen in die Löcher. Ja, eine Münze. Ja. Nein, kein Euro, keine Mark. Ah ja, das hier könnte eher... Ah, oh, heute ist wieder extrem abrutschen angesagt. Ich rutsche immer mit dem... Wenn so ein nasser Schlamm unter dem Fuß, unter dem Stiefel ist, dann rutsche ich immer von diesen schmalen Dingern hier ab. Oh, das tut immer weh an der Seite. So, schauen wir mal hier, nächstes Signal. Könnte schon draußen sein, könnte aber auch oberflächlich. Naja, ist wohl dann was oberflächlich. Und wohl recht klein. Sag mal hier. Okay. Einmal ein Stück Aludraht. Aha. Und was ist das für eine Münze? Hier kannst du gucken. Das ist das Einzige, was drin ist. So. Da. Das machen wir wieder zu. Das sieht aber schon älter aus. Ja, ja, aber ich muss gucken. Damit Schräglicht, dann sehe ich das besser. Ja, das ist irgendwie eine Krone oder so. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, das sieht schon mal da hinten auch mit so einem Elchkopf oder was? Elchkopf? Vielleicht ist es auch eine Reitermünze. Was wäre eine Reitermünze? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie mal sowas gehabt für so als Erinnerungstaler. Ja, genau, sowas findet man auch, so Gedenkmünzen. Ja, ja. Weil die haben früher viel so Wanderritte und sowas auch organisiert, ja, hier, als noch was ging. So, nächstes. Gucken, das ist eher so im Blechbereich jetzt hier. Also so 50er Signal, die kommen, da kommt manchmal so, ja, so Kupferblech-Sachen kommen da rein. Muss ich noch ein bisschen. Ja, steiniger Boden. Ja, das macht nichts. Das bin ich bei mir ja auch gewöhnt. Das ist ja auch. Ja, ist schon draußen jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, dann viel Erfolg und danke dir. Gruß an deine Zuhörer und Zuseher. Zuseherschaft. Das ist YouTube. Ja, ich weiß. Dann hört man meine Stimme jetzt auf YouTube. Kannst du gucken. Ich sag dir Bescheid, wenn die Folge kommt. Ja, gut, okay. Also, ich mach mich wieder vom Acker. Jo, dann schönen Tag noch. Ja, wenn irgendwas ist, das ist... Ah, siehst du, sage ich doch Kupferblech. Irgendein Stück Kupferblech. Okay. Ja. Na gut, dann, wir sehen uns. Tschüssi. So, Deckel wieder drauf hier. Zack. So, hier laufen wir mal ein bisschen zickzack. Die eine Münze, die war ja schon mal gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. Das ist nichts.
Ja, und diese, bevor das hier ein Pferdegestüt war, ein Reiterhof, waren hier natürlich Felder, Wiesen und das wurde bewirtschaftet. Das heißt also, man kann hier auch durchaus vor der Zeit von 1960 noch Sachen finden. Und ich werde dann natürlich auch noch darüber gehen, wo dieses andere Haus mal stand, was jetzt nicht mehr da ist. Das ist sozusagen verschwunden, als dieses Gestüt hier aufgetaucht ist auf den Karten. Okay, das ist ein Stück Blei. Das ist ganz weich. Na gut. Gut. Dann zack die Bohne wieder zu und weiter geht's. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch solche Orte hier gefallen, so wenn ich mal nicht immer nur auf den Acker gehe, ob ihr das auch spannend findet. Weil ich habe da nämlich für den, ja, vielleicht für diesen Monat und für nächsten Monat noch so ein paar Sachen in der Planung. Da ist unter anderem ein... Ach, ich sag's noch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne ein Abo da lassen. Ja? Das quietscht zwar wie verrückt, aber... Schwankt eigentlich zu doll dafür, dass es was Gescheites sein kann. Aber wir schauen mal nach, weil schließlich will ich es ja wissen. Kann er ja nicht einfach irgendwas. Nee. Ja, in der letzten Zeit war ich echt viel unter Wasser unterwegs. Da gibt es demnächst auch noch eine Folge, wo ich da recht erfolgreich gewesen bin, wo echt ganz gut was ging. Jetzt war ich mal 3-4 Stunden in einem Badesee. Hä, wo ist es jetzt hin? Ach hier. Warum zeigt es mir das nicht an? Da ist noch was. Also das hier ist irgendein Ring, aber kein, aber nichts Gescheites. Und jetzt schauen wir, was hier noch liegt. Noch was drin. Naja, ein Nochel. Okay. Ja, irgendwie scheint jetzt hier in der letzten Zeit, das habe ich ja schon mal gesagt bei einer Folge, der Pinpointer hier so ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. Der ist mit dem Deus 2 gekoppelt. Und irgendwie mag der nicht so recht. Naja. Beobachte das mal. 88, das könnte doch was Schönes werden. Sollte eigentlich hier oberflächlich liegen, weil Doppelsignal. Schauen wir mal hier rein. Noch ein bisschen hier drüben. Ah, hier. Wow. Nächste Münze. Coole Sache. Was haben wir hier? Das ist auch wieder was Altes. Oh, das ist eine richtig dünne Kupfermünze. Patina ist jetzt nicht so wirklich vorhanden. Dann schauen wir doch mal. Cool. Kann ich jetzt aktuell nichts drauf erkennen von der Größe. Hier könnte es so ein halber Kreuzer sein aus Habsburg. Um 1800 sind die anzutreffen. Ja, genau, bin ich ja. Ja, ich glaube, ich bin richtig mit meiner Vermutung. Bin ich hier nochmal durch. Ja, könnte Österreich sein. Ich bin gespannt. Haha, cool. Mal schauen. Toll. Hat sich schon rentiert. Wunderbar. Schauen wir mal. Wir haben ja
jetzt gerade mal eine Viertelstunde rum und schon zwei Sachen gefunden, die gut sind. Und auch gar nicht tief war das jetzt. Also dann wurde hier auch nichts aufgefüllt und nichts. Und das macht mich natürlich zuversichtlich für die Wiesen, die hier außen rum sind und vielleicht noch ein bisschen näher an dieser Hinrichtungsstelle. Wieder ein 88er gerade eben. Die Münze war auch ein 88er. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das bereitet mir doch gleich gute Laune, wenn hier was geht. Ja, ein bisschen tiefer, aber das heißt ja nichts, wenn hier gepflügt wurde früher. Drin. Machen Sie noch mal ran hier. So, zack. Jetzt sollte es doch auf jeden Fall dabei sein, jawohl. Das schaut gut aus. Boah. Was für ein Ding. Das, das ist aber sehr leicht, das ist wahrscheinlich Alu. Aber was ist denn das? Das ist doch schon wieder eine Münze. Das ist ja geil. Oder ein Gedenktaler. Soll das Silber sein? Aber für Silber. Oh, tatsächlich! Ich raste aus, das sind 20 Kreuzer aus Österreich. Wisst ihr, warum ich mich so über diese Münze freue? Weil ich so eine ähnliche Münze erst kaputt gemacht habe. Ja, ich weiß. Bei einem Testvideo mit dem Legend, dem Tiefentest mit dem Legend, das Video kann ich ja mal verlinken, wen es interessiert, ist mir diese Münze kaputt gegangen, weil ich Trottel mit dem Spaten drauf gestochen habe beim Ausgraben. Und ja, dann kam die zerbrochen raus wieder aus dem Loch. Das hat mich sehr geärgert, aber jetzt habe ich wieder eine. Ja, geil. Aber was für ein Kaliber. Ja, richtig cool. Ah, das ist ja... grab ich doch hier gleich nochmal. 72er Signal. Ich glaube, hier muss ich noch mal öfter herkommen. Wenn das hier so weitergeht mit den Münzen, dann freue ich mich. ...63 sagt er jetzt hier. Das könnte jetzt auch einfach eine... könnte jetzt eine Abziehlasche sein, wollte ich sagen. Aber nein, es ist hier ein Stückchen Blei. Das könnte jetzt irgendeine alte Musketenkugel sein, die es zerdrückt hat im Laufe der Zeit. Aber das weiß man nicht, deswegen keine Ahnung. Ja, hier haben wir die Pferdchen. Sind hier auch mit am Start. Das eine, das große, das hat mich schon begrüßt oder geguckt, wo ich gekommen bin. Ja, coole Sache. Mal gucken, wenn das hier so weiterläuft. Wenn ich jetzt noch eine Münze finde, dann mache ich vielleicht gleich noch eine Folge Round Uncut, weil 87. Weil wenn es läuft, dann läuft's, würde ich sagen. Und ich sag mal, verdient hätte ich es ja auch. Die letzten Wochen, die waren echt hart, fand ich. Keine Flächen. Immer nur so, ja, ich sag mal, so Spielplatz suchen, das ist schon mal ganz nett. Aber das hier ist halt wirklich das richtige Sondeln. Das macht mir Spaß. Ich glaube, das ist das große Ding hier. Jo, Alu. Okay, kein Problem. Zack, wieder zu. Und weiter geht's. Habe ich eigentlich die Kopfhörer nicht auf? Okay, ihr habt das nicht gesehen. Aber ich habe die Kopfhörer nicht aufgehabt.
werde hier, richtig beobachtet von dem Pferdchen. .70-72 sagt er mir hier, das hört sich doch auch gut an, würde ich mal sagen. Oh, wisst ihr, wie ich mich über diese große Silbermünze freue? Ach Leute, da freue ich mich echt richtig drüber. Okay, da unten drin ist es irgendwo. Jo, da unten. Aha, ist schon draußen. Ah, nächste Münze. Juhu. Aber das könnte jetzt hier ein Reichpfennig sein. Wahrscheinlich von der Größe her. Gehe ich mal schwer davon aus. Jo, kann ich auch nicht genau erkennen. Hier klebt der Dreck irgendwie besonders gut an den Münzen dran. Oh, ich brauche neue Handschuhe, sehe ich. Da ist ein Loch drin. Mensch, 3 Münzen in 20 Minuten. Da kann man überhaupt nicht meckern, sage ich. Und das Coole ist, hier war ja dann auch noch keiner. Hier war noch niemand beim Suchen. Das ist cool. Na komm, Freude auf. So, ich glaube, ich muss hier in die Richtung weiter. Manchmal möchte man einfach in so einen Pferdekopf reingucken. Und hören, was die sich so denken, wenn ich jetzt hier am Sondeln bin. Ah ja. Okay, 45er Signal, das birgt eigentlich nicht für Qualität, dieser Leitwert. Hi, grüß dich, Pferdchen. Hi, jetzt wird's spannend, oder? Jetzt wird's spannend. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, steht jetzt hier so neben mir. Ja, vielleicht doch eher hier drüben noch ein bisschen. Ich weiß nicht, zur Zeit habe ich es nicht so mit. Die Signale beim ersten Mal rauskriegen. Das Problem ist, dieses Pferd bringt jede Menge Fliegen mit. Also nicht so schön. Aber irgendwas ist ja immer. Komm noch nicht dran. Hi. Ja du, das ist mein Loch. Such dir selber eins. Hi. Ja, du bist schön mit am Start hier. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Komm raus, du. Oh, jetzt geh mal weg hier. Die ganzen Fliegen, die nerven mich, Pferd. Okay, ich glaube, ich muss noch mal dran. Ich glaube, der ist noch ein bisschen hier drüben. Ja, ich weiß, jemand, der die ganze Zeit mit sich selber redet, der ist natürlich total interessant. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es raus, Leute. Ah, okay. Du möchtest es auch sehen? Schau hier, da. Es ist nur Blech. Es ist nix. Na gut. Kann man nichts machen. Du lässt mich in Ruhe, okay, Pferd? Friss mich nicht auf. Na, 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 na. Das ist zwar grün, aber nichts zum Fressen. So, okay, das geht da lang. Dann gehe ich mal hier so ein bisschen weg. Mal vor den Hinterläufen dieses Pferdes. Oder heißen die Läufe bei Pferden? Ich hab doch keine Ahnung. 73. Na, da ist mir was zu viel Eisen dabei. Ich bin ja kein Pferdekenner. Die Hinterschenkel. 82. Oh, das ist ein gutes. Das ist ein gutes. Wie lange haben wir noch?
Könnte das letzte Signal sein. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall hier dabei. Mit über 80. Ne, was habe ich gesagt? 83, ja, genau. Okay, aber Leute, ist die Zeit schon wieder rum? Das nervt mich jetzt. Ich glaube, ich muss hier direkt noch eine Folge machen. Da, die nächste Münze. Ich breche. Nee, doch. Krass, jedes, also jedes zweite Signal eine Münze. Das ist ja unglaublich. Das ist zwar hier auch wieder, ist nur Kupfer. Muss ich auch gucken, was das für eine ist. Wahrscheinlich auch ein Reichspfennig, aber hey, hier geht was. Hier mache ich noch eine Folge. Ich meine, hier, ihr seht, jetzt ist jetzt die Zeit um. Das waren jetzt 4 Münzen. Puh, ich sag mal, das hat sich voll rentiert. Also ganz klasse. Hier, der Billy, so heißt der hier. Hey, der sagt euch auch mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abo und Like nicht vergessen. Und Kommentar, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.